Lasst uns über Brüste sprechen. What's poppin', Boys and Girls? Heute geht es um ein intimes Thema, um ein Frauenthema. Und zwar soll es heute um Brüste gehen, beziehungsweise um BHs. Und wie sie rumwackeln und rumschloddern, wenn man kein BH trägt. Und vor allen Dingen, wie reagieren andere Menschen darauf. Ja, zudem habe ich auf Instagram vor 2 Wochen, glaube ich, ein Foto gepostet, wie ich am Strand bin oder auf so einem Steg und von hinten halt nichts anhabe. Ja, und da haben sehr, sehr viele Menschen nach meinen Erfahrungen gefragt. Jacko, wie ist das mit deinen Eutern in der Öffentlichkeit? Du scheinst ja das auch immer so rumfloddern zu lassen. Und da habe ich gesagt, ja. Und dann haben ganz viele gesagt, mach doch mal ein Video darüber. Und deswegen machen wir das jetzt. Also ich trage auf jeden Fall so richtige BHs, so Bügel-BHs oder gepolsterte BHs seit 2 Jahren jetzt nicht mehr. Ich weiß nicht genau, es klingt natürlich für einen Titel schöner, wenn ich jetzt sage 6 Monate, als wenn das jetzt so ein Experiment gewesen wäre. Aber es war einfach ein schleichender Übergang. Ich würde sagen so 6 bis 12 Monate. Dass ich ja auch sehr, sehr viel ganz ohne BH und ohne Bralette und also einfach so wie jetzt gerade. Ja, jetzt gerade trage ich zum Beispiel keinen BH. Absichtlich in meinem kritischsten Top, weil das zum Thema passt. Angefangen hat alles in Indien, beziehungsweise sowieso im Urlaub. Der Urlaub, Reisen, ja, war immer so ein Vorreiter für mich, um irgendwie meine BH-Routine zu ändern, weil ich habe sonst normal im Alltag, das sind halt so normale Bügel-BHs, die auch so ein bisschen gepolstert sind. Ja, sowas habe ich halt immer getragen und habe mich auch ganz, ganz oft ohne BH immer sehr unwohl gefühlt. Manchmal hat man ja so Routinen und wenn man das macht, dann fühlt es sich normal an, wenn man das macht. Und wenn man es nicht macht, dann fühlt sich das scheiße an. Und so hatte ich das immer mit BHs. Genauso ist es, wie wenn man daran gewöhnt ist, jeden Tag zu duschen. Und dann duschst du einen Tag mal nicht und dann fühlst du dich irgendwie unwohl, weil du immer einen bestimmten Status hast, in dem dein Körper ist, wenn er fertig ist und bereit ist, rauszugehen und du fühlst dich wohl und sicher. Und genauso ist das immer mit BHs gewesen, weil für mich war immer, ich stehe morgens auf und ich ziehe mir unter, auch wenn ich nur mein Schlaf-T-Shirt anhasse, ein BH drunter, putz mir die Zähne und dann bin ich so zumindest vorzeigbar für den Postboten und für meine Nachbarn. Ja, und deswegen war kein BH-Anhaben für mich so im Alltag, wirklich, wenn ich nicht im Bett oder auf der Couch liege, war für mich so, ich fühle mich, als hätte ich mir nicht die Zähne geputzt, weil ich habe keinen BH an. Ja, und ich habe auch sogar mal eine Zeit lang, Alter, das ist ein BH, Leute, wenn ihr den in die Hand nehmen würdet, ihr würdet euch kaputt lachen, wirklich, das ist kein BH, das ist eine Prothese. Das ist so ein krasser Push-Up-BH, also ich habe eigentlich mein ganzes Leben lang Push-Up-BHs getragen, weil man das so, das hat man so gemacht, das gab es halt auch früher nur bei H&M, da gab es halt nur diese Push-Up-BHs, wo du diese Dinger reinschieben konntest. Auf jeden Fall, ja, habe ich mir irgendwann dieses Teil gekauft. Ich fand diese Farbe so geil und es gab ihn nur mit so richtig fettem Push-Up, also das ist wirklich, boah, Leute, so monströs das Ding. Ich habe normalerweise, würde ich sagen, irgendwas zwischen A und B und mit dem Teil hier habe ich eine D. Das habe ich mir nur wegen der Farbe gekauft und dann hat aber irgendwann eine Freundin zu mir gesagt, boah, voll krass, wenn du das anhast, sieht dein Körper ganz anders aus. Ist alles viel ausgeglichener, deine Arme sehen viel dünner aus und dein Oberkörper, also deine Brüste passen jetzt voll zu deinen Oberschenkeln und deinem Hintern. Und damit hat man bei mir natürlich was ausgelöst. Ne? Deswegen habe ich ein Jahr in meinem Leben, ich glaube es war so mein 20. Lebensjahr oder so, habe ich nur diesen BH getragen, weil ich dann das Gefühl hatte, dünnere Arme zu haben und dass mein etwas größerer Hintern, also ich bin eher so eine Birne, also dass ich dann eher wie heißt das? Ihr wisst, was ich meine, so eine Sanduhr, genau, dass ich dann eher eine Sanduhr bin. Aber unterbewusst natürlich immer mit dem Hintergedanken, das ist ja gar nicht echt, die gucken meine Prothese an. Auf jeden Fall habe ich irgendwann diesen BH bewusst abgesetzt, weil ich gemerkt habe, dass sobald ich wieder normale, kleine BHs angezogen habe, ich mich minderwertig gefühlt habe. Also so, ich habe mich dann dicker gefühlt, weil ich dachte, meine Arme sind dicker, das passt nicht zu meinem Hintern. Also ich hatte nie so dieses, Brüste müssen groß sein, weil das ist weiblich, so bin ich nicht groß geworden. Meine Mama hat also auch so kleine Brüste wie ich und das wurde aber auch nie thematisiert, deswegen Brüste waren für mich nie wirklich was Wichtiges, egal ob groß. Also mir war immer nur, ich habe immer gedacht, oh, die Brüste sind schön oder die, aber ich habe jetzt nie gedacht so, oh, nur große sind schön oder nur kleine sind schön oder nur dieses Körbchen ist schön. Sowas hatte ich halt nie. Ja, aber weil ich natürlich aber schon immer einen Komplex hatte mit meinem Unterkörper und mit etwas dickeren Oberschenkeln und einem großen Hintern, hat mir meine Freundin da damals halt wirklich so ein Floh ins Ohr gesetzt
Und ja, deswegen habe ich dann aktiv diesen BH abgesetzt, weil ich gesagt habe, so nein, das geht nicht. Umso mehr du dich jetzt daran gewöhnst, dass dieses Teil für dich deine Figur schöner macht, umso blöder findest du dich, wenn du das halt nicht trägst. Ja, das mache ich übrigens auch manchmal mit Schminke, so dass ich zum Beispiel eine Zeit lang keine Schminke trage, weil ich es wichtig finde, dass ich mich ungeschminkt auch schön finde, weil ich merke, dass mein Selbstbild von mir sich total verbessert, wenn ich eine Zeit lang, ich schminke mich sehr gerne, aber wenn ich das eine Zeit lang nicht mache, gewöhne ich mich wieder daran, wie ich ungeschminkt aussehe und erschrecke mich nicht morgens, wenn ich in den Spiegel gucke, sondern finde das ganz normal und schön. Und irgendwann kam der Punkt in Indien. Vor 2 Jahren, da habe ich mein erstes Bralette gekauft. Das ist nicht dieses gewesen. Das hat keine Bügel, das ist nicht gepolstert. Die sind einfach so fluddelige Dinger, die man anzieht. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich dieses Bralette hatte, habe ich nichts anderes mehr getragen. Also ich habe, glaube ich, seit wirklich 2 Jahren nicht einmal einen BH angehabt, weil es war für mich einfach so eine Befreiung. Ich hatte das Gefühl, ich habe was an, was irgendwie das Ganze ein bisschen bedeckt und ein bisschen, ganz bisschen hält. Einfach nur das Gefühl, dass da was drüber ist und die gleiche Form hat wie ein BH. Aber ich fand es so geil, dass da keine Bügeln sind. Und das war so, ihr wisst ja, wie das ist, wenn man abends diesen BH auszieht und ihn in die Ecke schmeißt. Ist das so, oh Gott sei Dank ist das weg. Und ich glaube, vor 3-4 Monaten ging es dann los, dass ich aufgehört habe, BHs überhaupt zu tragen. Also ich habe schon zwischendurch Bralettes getragen, besonders bei Oberteilen oder Kleidern, wo man halt sehr viel sehen konnte. Besonders so Nippelwetter, wenn mal ein Wind vorbei weht. Das hat irgendwie angefangen durch verschiedene mediale Inhalte. Also da war erstmal Lady Gaga mit ihrer Reportage, die da oben ohne saß. Ich war total schockiert erstmal. Ich gucke diese Reportage von Lady Gaga und sie sitzt da einfach und irgendwie an ihrem Pool und hat halt obenrum nichts an. Und ich denke so, Lady Gaga zeigt gerade in ihrer eigenen Doku ihre Titten der ganzen Welt. Das war erstmal so, wow, okay, es sah so mega falsch aus für mich. Und dann dachte ich so, wie cool. Wie cool ist das denn? Wie cool ist das, dass sie das einfach macht? Natürlich hat sie es total absichtlich gemacht, aus emanzipierten Gründen oder so. Ja, und da kam so dieser, so ganz langsam hat sich dieser auch so ein kleiner feministischer Gedanke so eingesetzt, so, wieso dürfen Frauen es eigentlich nicht, aber Männer? Ich habe zum Beispiel mal gesehen, dass jemand auf Twitter getwittert hat, wenn ihr denkt, das und das ist krass, dann geht mal auf den Kanal von Life with Sandy und Benny. Die stillen ihr Kind vor laufender Kamera. Und es hat mich so schockiert, das zu lesen irgendwie, weil ich dachte, hä, eine Brust ist doch dafür da, um ein Kind zu füttern. Jetzt sind wir schon so weit, dass es im Internet Pornos gibt und dass es im Internet irgendwelche Rap-Videos gibt, wo irgendwie Frauen sexuell ihre Brüste zeigen, aber wenn eine Mutter in einem Video irgendwo im Hintergrund sitzt und ihr Kind stillt, dann ist das super krass und ekelig und anmaßend und unangebracht und das fand ich irgendwie total erschreckend, dass wir dieses Denken haben. Und dann habe ich gedacht, oh, ich möchte so ein bisschen davon weg irgendwie. Ich möchte wieder, dass das normaler wird. Und dann war ich auch vor 4 Monaten im YouTube-Space. Da war ein Konzert von Larry. Die kann ich euch auch mal unten verlinken. Eine krass gute Künstlerin. Eine sehr tolle Frau. Also wenn ich eine Girlband, ihr wisst ja, dass ich sehr oft Girlbands eröffnen möchte, obwohl ich nicht singen kann, aber ich möchte, dass es meine Freunde sind. Und sie wäre definitiv da drin. Ja, sie hatte auch so einen Top an wie ich. Und ich würde sagen, auch so eine Brustgröße wie ich. Sie war so schön. Sie war so schön und so natürlich und so elegant und sie hat so schön gesungen und ich habe sie angeguckt und habe gedacht, oh, I'm so in love with you. Und irgendwie fand ich das so cool und da habe ich gedacht, oh, ich mag das und das sieht so schön aus und das sieht so natürlich aus. Und dann habe ich aufgehört, auch diese Bralettes zu tragen. Also nicht immer, wenn jetzt meine Oma vorbeikommt oder ich was anhab, wo ich mich wirklich nicht wohl drin fühle, wenn ich es nicht drunter habe, ziehe ich natürlich einfach ein Bralette an. Ich fange jetzt nicht an, mich aus irgendwelchen feministischen Gründen unwohl zu fühlen oder so. Auf gar keinen Fall. Also das Grund Nummer 1 ist für mich definitiv Komfort. Dann waren wir jetzt in Spanien und das war auch super spannend, weil in Spanien ist es so, dass Nacktbaden erlaubt ist. Also du darfst eigentlich überall nackt, oben ohne oder halt angezogen baden und es gibt halt auch ausgeschriebene FKK-Strecken. Wo jeder nackt sein muss, aber so regulär ist es so, jeder macht das, was er will. Und das finde ich persönlich immer am coolsten. Ich wollte sehr gerne oben ohne mich sonnen, weil ich es schön finde, wenn man nahtlos braun ist. Ja, und am Anfang hatte ich so ein bisschen Berührungsängste und ich habe mich immer mal umgeguckt und habe geguckt, ob jemand anders auch noch oben ohne ist, was es eigentlich fast immer war. Also es waren fast immer Frauen da, die sich oben ohne gesonnt haben, aber das brauchte ich immer so als
als Mitläuferstart irgendwie, damit ich nicht die Erste bin, die das macht. Ja, und ich hatte immer so ein bisschen Unwohl, habe geguckt, wie andere Frauen gucken. Ich habe gar nicht mal nach Männern geguckt. Ich muss sagen, das ist mir relativ wurscht, ob Männer gucken. Aber ich gucke ganz oft nach Frauen, weil ich schon so viele Freundinnen hatte, die zum Beispiel Dinge gesagt haben wie, Alter, kann die sich mal ein BH anziehen? Oder, boah, diese Frauen, die hier immer topless liegen wollen, wem wollen die was beweisen? Ich hatte sehr viele von diesen Freundinnen in meinem Leben und ich hatte irgendwie Angst, dass ich jemanden angreife oder jemand denkt, ich will irgendwen anmachen, nur weil ich oben ohne bin. Das war so in meinem Kopf. Also diese Angst, einer Frau zu nahe zu treten, indem ich nackt bin. Obwohl es überhaupt nichts angeht, ob ich nackt bin oder nicht. Aber das Gefühl war da. Und irgendwann lag ich am Strand und es war niemand oben ohne. Und da habe ich mir so gedacht, Jaco, du liebst immer so doll diese eine Frau, die du am Strand siehst, die oben ohne ist, wegen der du dich traust, oben ohne zu sein, weil du Angst hast, irgendwas Unangebrachtes zu tun. Wenn du doch was verändern möchtest und möchtest, dass jeder sich frei fühlt und du dich auch früh frei fühlen kannst, dann, und niemand ist gerade der Erste vor dir, dann musst du der Erste sein, damit andere sich wohlfühlen. Und mit diesem Gedanken habe ich mich in die Freiheit entlassen und bin oben ohne rumgelaufen und das hat einfach keine Sau interessiert. Ne? Es kommt ja auch immer darauf an, auf wen man achtet. Ganz viele sagen immer, Männer glotzen dann so, aber ich weiß nicht wieso, ich habe irgendwie nicht so einen Blick für Männer. Ich denke immer, Männer gucken sowieso nicht, wenn ich nackig bin. Keine Ahnung, wieso, weiß ich auch nicht. Naja, wäre mir auch irgendwie wurscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist immer dieses Bild, was da ist. Sobald eine Frau nackt ist, kommen alle und grapschen und gucken. Aber es hat einfach keine Sau interessiert. Ich war einfach nackt, meine Bubis sind braun geworden und ich war glücklich. Ja, genau. Und das ist sowieso die Erfahrung, die ich bisher gemacht habe. Also ich bin dann auch viel mit diesem Top rumgelaufen zum Schluss, wo ich das erste Mal morgens aus dem Haus gegangen bin und mir nicht bewusst war, dass dieses Top, was ich neu gekauft hatte, so viel anders war als die anderen. Und zwar war das bei diesem Top so, dass wirklich, wenn ich irgendwie nippelig geworden bin, dass man das wirklich gesehen hat. Also du standest vor mir und es war so, wow, da zeigen zwei Zeigefinger auf mich. Und ja, das war mir sehr unangenehm. Ich war dann immer, wenn wir im Lidl oder im Aldi waren, bin ich immer so da durchgelaufen an den Kühltruhen, weil ich immer so dachte, das ist aber sehr persönlich. Aber es ist besser geworden und immer mehr habe ich drauf geschissen, weil ich dachte, ja, was soll denn sein? Ich habe Nippel. Ja, du auch, Hans. Und du auch, Maria. Und du auch, Peter. Lustig. Alle haben Nippel. Männer, Frauen. Bei Männern gucken sie manchmal durch. Bei Frauen gucken sie auch durch, weil Frauen haben genau solche Nippel. Und da habe ich mir gedacht, ganz ehrlich, der Grund, warum ich mich so unwohl fühle, ist einfach, weil Brüste so krass sexualisiert sind. Und Frauen haben so Angst, wenn andere Frauen auch manchmal ihre Brüste auspacken, weil sie Angst haben, dass der Freund guckt oder dass andere Männer das besser finden. Und deswegen sollen Frauen es einpacken. Aber viel einfacher wäre, wenn wir die Dinge einfach mal ein bisschen entsexualisieren würden und einfach mal sagen würden, hallo, das ist nicht ein Geschlechtsorgan, sondern das sind meine Brüste. So, die sind da, genauso wie bei dir, Peter. Nur, dass bei mir Fett drunter sitzt und eine Drüse, weil ich später mal ein Kind damit füttern muss. Da kommt nämlich Milch raus. Es haben manchmal Frauen geguckt, also hauptsächlich Frauen, bei Männern ist mir nicht so aufgefallen, aber wie gesagt, ich gucke irgendwie immer mehr darauf, wie Frauen reagieren, weil ich immer Angst habe, Frauen auf die Füße zu treten. Bei Männern denke ich mir so, denen tue ich ja nichts Schlechtes, die gucken höchstens, weil sie denken, hö. Aber an sich hat es eigentlich keine Sau gejuckt, das ist ein wunderschön befreiendes Gefühl. Ich fühle mich irgendwie total natürlich damit und ich habe da auch mal mit Kevin drüber geredet, weil ich gesagt habe, ja, von vorne finde ich das irgendwie voll schön, viel schöner als mit dem BH, aber von der Seite ist das natürlich, wenn ich keinen BH trage, auch kleiner. Und es hat eher diese Form als wirklich diese Form. Und dann meinte Kevin zu mir, was mich total überrascht hat, weil ich immer dachte, Männer mögen dieses BH rund so. Hat Kevin gesagt so, nee, ich finde es so irgendwie viel schöner. Das sieht ja voll natürlich aus. Ich muss dazu sagen, ich habe sehr kleine Brüste. Das bedeutet, ich habe keine Probleme damit. Es gibt ja immer so Gerüchte wie davon, fangen sie an zu hängen. Dann sagt die andere Seite wieder, nein, sie fangen nicht an zu hängen. Im Gegenteil, sie werden straffer, wenn du keinen BH trägst. Keine Ahnung, was davon stimmt. Ich sage euch ehrlich, wie es ist. Ich habe kleine Brüste. Mir tut es nicht weh, wenn ich damit joggen gehe oder die Treppe runterrenne. Der Bleistift-Test, der funktioniert bei meiner Mutter nicht und die ist 32 Jahre älter als ich. Der funktioniert super unter meinem Arsch, muss ich sagen. Ich denke mal, in 10 Jahren geht es auch mit dem Besen. Das heißt, ich habe weder Probleme beim Laufen, ich habe keine Angst davor, dass sie irgendwie rumschlabbern oder so. Deswegen ist das bestimmt, was ich gerade sage, nicht für alle interessant, sondern nur für einen Teil von euch.
Aber so, das waren meine Erfahrungen zu BH, kein BH und so weiter. Ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, dass das kein Social Justice Warrior Feminismus Video ist wie BH. Verbrennt eure BHs, das ist nur die Gefangennahme von weiblichen sekundären Geschlechtsmerkmalen. Nein, überhaupt nicht. Und wer BHs tragen will, der soll verdammt nochmal BHs tragen. Also ich bin der letzte Mensch, der hier sagt, mit BH ist, ohne BH ist besser als mit BH. Ich bin dafür, dass jeder das macht, was er will und alle anderen machen lassen, was sie wollen. Ich erzähle euch hier nur von meinen Erfahrungsberichten und manche interessiert es. Ihr seid kleine Hasen. Ich habe lange genug gelabert. Ich freue mich auf eure Kommentare, auf eure Meinungen, auf eure Erfahrungen. Adios, amigos. Hade, tschüss.